Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Division-Freunde. Mein Name ist Sirius. Ihr könnt sehen, im Sicherheitsflügel-Nachschubsbereich haben wir 740 Punkte, im Tech-Flügel 780 und im Medizinflügel lediglich 280 Punkte. Das sind alles noch so 1000-Punkte-Kandidaten. Ich habe jetzt mal eben das Inventar gecheckt, spiele jetzt wieder eine Scar. Die war vom Wert besser, das war die Waffe, die wir einfach hier in der letzten Mission erhalten haben. Und ich habe mir gedacht, Mensch, spiel doch mal noch das hier so zu Ende mit rausgehen, gucken, was es gibt und so. Und dann werde ich für heute erstmal pennen gehen. Keine Ahnung, um wie viel Uhr diese Folge online geht. Also ich spiele das halt gerade mitten in der Nacht, falls euch das interessieren sollte. Mission wählen. Tja, zumindest haben wir beim letzten Mal einen kurzen Einblick gekriegt, was das hier für Leute sind. Hier sind ein paar Werkzeuge anscheinend zu holen. Das lassen wir uns, glaube ich... Ups, das ist immer ein weiter Weg, oder? Ich wollte gerade sagen, das lassen wir uns, glaube ich, nicht entgehen, denn Werkzeug fehlt mir eigentlich unheimlich häufig, wenn ich denn wirklich mal ab und zu was im Headquarter bauen möchte. Mache ich zwar nicht allzu oft, aber Werkzeug und solche Dinge fehlen dann da doch mal ganz gerne. Nehmen wir halt... Oh. Das wäre jetzt nicht so günstig, oder? Ich wollte hier gerade die Abkürzung nehmen. Wo geht's denn hier runter? Geht's überhaupt irgendwo runter und raus? Wahrscheinlich habe ich mich gerade in der Sackgasse verrannt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte noch, ach, wie einfach das ist. Markier das, lauf das hin und dann merkst du, da geht's ja überhaupt nicht weiter. Dankeschön dafür. Jetzt ist es über mir. Hervorragend. Kein Wunder, dass das Spiel so lange dauert, wenn man ständig nur durch die Gegend laufen muss. Oh, Moment. So, immerhin ein bisschen Munition eben aufgefüllt. Die hat ja diese ganze Mission gestartet. War, glaube ich, vollkommen sinnlos, jetzt den Weg hier zu laufen. Weil hier gibt es ja einfach nichts zu holen. Aha! Allwetterhandschuhe! Wer sagt's denn? Alles richtig gemacht. Geht's hier überhaupt zurück? Nö, oder? Kommt man hier überhaupt weiter? Ne, hier darf man nie wieder hergehen. Naja, was gab das jetzt noch? Ich stöhne mal ein wenig rum. Wer vielleicht ganz kurz bemerkt hat. Hier haben wir schon eingesammelt, glaube ich. Oh ne, da war auch noch irgendwas. Eine Sammelfolge! Also so läuft es halt ab, wenn die Leute das spielen, die gerne alles einsammeln. Das mache ich ja meistens nicht so sehr. Ein Wasser gab's. Na, wie schön. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich dann so dafür wäre, dass man diese ganzen belanglosen Einsammeleien dann eventuell dann doch rauslässt. Hier geht's auch nicht weiter. Hm. Jetzt sagt nicht, ich habe mich hier in diesen Tunneln vollkommen verlaufen und hier geht's nirgendwo wieder raus. Wir sind da auch hier reingekommen durch den Tunnel. Hier geht's nach Downtown, Crosstown und Uptown. Oh, Moment, da war, glaube ich, auch was. Oder hier immer in den Ecken. Oh, ein Dietrich-Set. Oder war das die Tür, die schon aufgeschlossen hatte mal im letzten Video? Nein, hier gibt's wirklich noch was. Ich glaub's nicht. Yeah, eine Performance-Maske. Und da sagt ihr immer, das wäre unnötig, dass ich hier rumlaufe. Yeah, und hier können wir auch noch öffnen. Und... Yeah, ein... gar nichts. Komm, für eine Performance-Maske jetzt, die total durchrockt. Achtung! Nein. Weniger Lebenspunkte. Können wir als Schrott markieren. So, war das super. Gab einen Stoff. Scheißdreck. Verdammter Scheißdreck. Bewahren wir mal die gute Laune bei. Denn da sehe ich das Tunnelende und wir entfernen uns ja auch nur immer weiter von dem Werkzeug weg, was ich noch unbedingt holen wollte. Dreck, Dreck, Dreck. So, dann gucken wir jetzt mal, da sind wir. So, dann gucken wir mal, was es jetzt hier zu holen gibt. So, Nebeneinsatz. Was gibt der Nebeneinsatz? Blaupause für eine MP7, Ausstattungsobjekt. Hätten wir einen schönen harten Kampf für Tech-Flügel. Das machen wir. Kampf für die Tech-Flügel, oder? Wollen wir irgendwie hochklettern? Ne, müssen wir ja auch rauslaufen. Ein schöner harter Kampf.
Ich glaube, in den Gebieten jetzt hier lohnt es sich ja auch noch so ein bisschen zu fighten, oder? Das ist so zumindest jetzt mal ein bisschen anspruchsvoller wieder. Gegner sind anstrengend und schwierig. Was heißt denn, wenn man hier irgendwo mal rauskommen würde? Und es ruckelt extrem gerade, ne? Da warten die einmal die Woche ihre Server. Da könnte man doch mal erwarten, dass dann ab und zu dann die Server auch mal ganz gut laufen. Sind wir denn hier reingekommen, Mensch? Hier sind wir hergelaufen im letzten Video. Das gibt's doch nicht, dass ich diese ganze Scheiße nochmal zurücklaufen muss, oder? Ja, ich hätte auf der anderen Seite rausgehen können. Ja. Wusste ich ja nicht. Ich habe gedacht, da gäbe es halt mehrere Ausgänge als wie nur den scheiß einen Ausgang. So, aber gleich haben wir es. Dann sind wir, können wir wahrscheinlich direkt wieder ein neues Ziel aussuchen. So, nee, jetzt geht's hier lang. So, dann bin ich mal gespannt, ob uns hier im Bereich des Queens Tunnel und Co. noch so ein paar normale Gegner entgegenkommen. Ja, guck mal da vorne. Aggressive sind die. Sehr aggressive. Was ist das hier? Medipack. Und wir haben auch einen Einsatzbericht entdeckt. Also stand da auf jeden Fall gerade. Ich habe ihn noch nicht entdeckt, aber muss hier sein. Hier ist er. 55 Punkte gibt das, glaube ich, oder? Hörst du? Das ist deine Tochter. Oh Gott. Du bist Vater geworden. Oh Gott. Ein gesundes Mädchen. Die kleine Josephine. Ich wünschte, du könntest sie sehen. Oder soll man die neue Skar benutzen? Ihr habt beide dieselbe kleine Zahnfalte. Du fehlst mir. Okay, die neue Skar? Ich wünschte, du wärst hier bei mir. Aber. Wir warten auf deine Rückkehr. Ich liebe dich. Mehr als alles andere. So viel dazu. Naja, also die neue SK in allen Ehren. Wie ihr es gelernt habt. Er will sich verstecken. Holt ihn da raus. Bow. Ich benutze das nie mit der Munition, ne? Ich halte das immer so irgendwie so für so überflüssig. Weiß auch nicht, tut mir leid. Tut mir leid. Wir könnten ja auch dann jetzt mal, wo wir gerade dabei sind, mal ein paar andere Fähigkeiten für euch reintun. Hilfsposten. Nein. Ja. Hier. So, und welche Modifikation nehmen wir da? Ich mach mal das, okay? Also das ist echt kacke, das macht viel zu wenig Schaden. Wohl angeblich. Naja, macht wahrscheinlich Gesamtschaden und verteilt sie dann immer auf 5. So, was nehme ich sonst immer noch? Anstand Radar. Eine mobile Deckung, naja. Ach, das andere Zeug kann man echt irgendwie so knicken. Also, sag ich jetzt mal so böse, oder? Oh. Achtung, ich setze jetzt mal den... Komm wieder zu dir. JTF-Fixer. Achtung, da so. Hat sich jetzt mega gelohnt, das Ding. Also gerade die Granate, ne, das war wieder, ich meine, jetzt habe ich die natürlich auch scheiße geworfen, dass die nicht irgendwo hingerollt ist, aber gerade so vom Schaden konnte man sehen, also die Dinger so, naja, kann man halt spielen, muss man halt nicht unbedingt spielen und die Aufladezeit ist ja irgendwie genauso lang und deshalb eher keine echte Spielempfehlung von mir jetzt. Ich finde das, was man gut spielen kann, ist schon relativ beschränkt. Also an diesen zusätzlichen Möglichkeiten. Das mit der Deckung finde ich noch ganz gut, was die Deckung stark macht, wenn ihr so ein Deckungsspieler seid. Dann ist das auf jeden Fall keine schlechte Geschichte. Ups. Was denn, kann ich hier drüber? Ja. So, und
So, ich versuche jetzt gleich nochmal so eine Granate einzusetzen, so dass sie auch schön irgendwo rumrollert. Pass auf, jetzt so. So, da konnte man das jetzt ganz schön sehen, dass die Granate jetzt da hinten drei Leute in Brand gesetzt hat. Na, das war jetzt nicht so schlecht. Während die brennen, können die ja nicht, zumindest nicht angreifen. Aber hatte ich das denn? Ne, ich habe diesen Sprungmod wirklich drauf, ja. Da muss ich jetzt gestehen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Da mache ich jetzt schnell wieder einen Flammenwerfer rein. Hier Sparrow 6, erreichen Position in unter einer Minute. Das wäre ganz nett, wenn ihr mal schneller kommen würdet als in unter einer Minute. Achso, okay. Das ist einer von unseren Männern. Ja, na klar! Wie weit wirft denn der die scheiß Granate? Habt ihr so einen Granatenwerfer oder was? Darf man sich... Oh, ich wollte gerade sagen. Darf man sich nicht orientieren von lassen, wenn man auch mal angeschossen wird, kann man dann Medipack nehmen. Das heißt, insofern man nicht schon tot ist, dann... Death Counter 1. Ja, ist schon spät, kann immer passieren. Sirius, das hätte ich viel besser gespielt als du. Ja, ja, weiß ich doch. So. Das Beste vom Besten, nur hier. Wollen wirklich? Ehrlich? Haben? Das Beste vom Besten? Hm. Jedes Mal ist eine Waffe stärker, ne? Wohl die M44, die schießt so langsam, ne? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Könnte ich auch gut spielen, ne? Für nur 41.000. Was wird denn mein... Das habe ich alles hier? Das habe ich alles, oder was? Das wusste ich gar nicht. Achso, das sind ja nur Mods da unten. Ach ja, komm, verkauf mal was hier. Hm. Ja, kaufen wir. Kaufen wir auch alles. Welche Stufe? 24, 18, 25. So, alles Unterstufe. Das Zeug hier ist ja nichts wert eigentlich, ne? Es geht so. Hm, so kaufe ich jetzt einfach alles. Verwahrt das immer alles, ne? Für nix. Für nix, sag ich euch. Für gar nix. Wie viel habe ich denn von dem Zeug rumfliegen? Ey? Oh, drei. Und drei Credits gibt das. Na, das ist aber mal Hallihallo hier, du. Oh, 42.000 habe ich erreicht. So, jetzt könnten wir uns entscheiden, ob wir die M44 spielen. Oder... Das ist ja eigentlich das gleiche Gewehr, nur eine Stufe höher, ne? Talent dominant. Jede Tötung, die erfolgt während ihres Und okay, die Esko. Ach, guck mal hier, bei der Waffe, die ich jetzt habe. Eigentlich lohnt sich das gerade nicht, so viel Kohle auszugeben, oder was meint ihr? Aber hätte ich machen können. Wollte ich jetzt nur noch mal darauf hingewiesen haben. Vielleicht bei der nächsten Runde, oder? Jetzt irgendwie eine Waffe zu kaufen, die nur eine Stufe höher ist, ist so okay. Kann man halt machen, aber ups. Also so viel Geld dafür davon ausgeben. Muss ja irgendwie auch nicht sein. Ups, Türe zu. Geht heute leider nicht weiter.
Ich weiß nicht, soll ich das jetzt nochmal starten? Fuck, Kampf da. Laufen wir zumindest schon mal hin. Bin ein bisschen enttäuscht, dass ich keine neue Waffe gekauft habe gerade. Geht euch das auch so? Ich finde, ich hätte eine neue Waffe verdient gehabt. So, ich laufe, 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 laufe. Bitte warten Sie, wie ich laufe, 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 laufe. Und weiterhin laufe, 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 laufe. Ja, auch ich finde Laufen langweilig. Aber ich laufe trotzdem. Hashtag Laufen jetzt in die Videokommentare, bitte. Es macht überhaupt keiner mehr mit den Hashtags, ne? Außer mir. Hashtag jetzt in die Videokommentare. Hä? Der hat sich gerade weggebeamt. Ah, ne, der hat sich da wirklich versteckt. Unglaublich. Unglaublich. Ungesicherte Hilfslieferung entdeckt. Der mal da in Deckung. Hier Sparrow 6. Erreichen Position in unter einer Minute. Okay, jetzt kommen die Gegner von da. Ist unfair. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Okay. Oh, ein bisschen zu früh gedrückt, oder? Scheiße. Ich rück mal ein bisschen weiter vor. Soldaten zu tun. Oh, Scheiße. Mann, gut, dass ihr auf unserer Seite seid. Von Söldnern war keiner. Ey! Macht nicht mein Geschütz im Arsch, ihr Schweine! Ganz nett, dass die immer da extra drüber klettern, oder? Damit ich die besser treffen kann. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Oh, fuck, von meiner Seite. Oh Mann, ich war schon weg! Scheiße, jetzt geh ich schon wieder drauf. Ich glaub's nicht. Oh. Oh. Jetzt habe ich den Pad weggeworfen. Beziehungsweise er ist mir nur runtergefallen. Denk bitte nicht, ich würde den Pad wegwerfen, wenn ich zwei miteinander an derselben Stelle drauf gehe. Das würde ich nie tun. Danke fürs Zuschauen. Hashtag Rage-Modus. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.